der hat immer noch Angst davor. Also dieses Jahr, muss ich sagen, ist Kelyani 2023 sehr, sehr interessant, was es da alles zu sehen gibt, was ich staunen kann. Das Konga habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, das erste Mal, glaube ich, hier. Und da kann man auch schön die Fotos machen, wie gesagt, bei der Bambusbank oder wie gesagt, bei dem Orang-Utan, der ihn umarmt. Und da steht, wie gesagt, noch einer. Das ist das Konga-Dach, ein Konga-Fahrgeschäft. Da ist ein Puma drauf, dann ein Mann, der mein Fernglas in die Wade schaut. Schönes Dach. Da oben ist nochmal ein Schimpanse und oben drüber nochmal so eine Voodoo-Maske mit roten leuchtenden Augen. Das ist etwas größer jetzt. Da ist der Schimpanse da unten. Wer Hunger hat, kann ja wieder Maiskolben genießen mit Butter dazu. Knoblauchbutter, Kräuterbutter und normale Butter. Aber das ist etwas windig. Hier sind die Preise. 4 Euro geht ja. Sieht echt lustig aus, der Maiskolben. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Originell. Schuhe sind originell. So Chucks, grüne Chucks. Und diesen Maisladen. Echt cool. Schön Mais holen. Schmeckt ja immer gut. Also die Schuhe, die faszinieren mich, echt cool gemacht, diese Idee. Fast schon ein Comic. Toll gemacht. Und sogar ein schöner Finger, der nach oben ragt, Mittelzeigefinger. Seid kommt her, isst mir schöne Maiskolben. Gegenüber gibt es einen schönen Biergarten, wo man reinläuft und dann eben Glas davon abhält, dass man eben weiterkommt in dem Irrgarten. Atlantis heißt es. Da war bestimmt schon mal her, kommt mir bekannt vor. Da ist die Kasse. Entdecke das Geheimnis der verlorenen Stadt. Schräg gegenüber ist der Musikexpress. Das kennen wir ja, das war auch schon öfter so in der Art da, dass sich dann immer dreht. Setzt sich rein. Drei Leute nebeneinander maximal oder zwei. Und dann dreht sich halt immer ein bisschen so gewölbt hin und her. Schön Elvis über dem Kassenhäuschen mit einer echten Gitarre in der Hand. Coole Idee. Was ich immer cool finde, solche Glitzerkugeln, wo es früher in der Disco immer gab. In Amerika werden jetzt immer noch bei älteren Discos eingesetzt, was einfach immer einen schönen Look hat, eine Stimmung hat. Ja, das Fahrschiff kennen wir ja. Das war schon ein paar Mal so ähnlich da. Was für die Kinder, das können wir auch. Diesmal ist ein Aeronaut da. Das ist so, ich kenne vermutlich mal, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen. Es geht von unten nach oben, ziemlich bis oben zur Spitze in Sicherheit. Hockt man drin auf einer Plattform und mehrere Leute werden dann so langsam nach oben befördert und dann wird es so langsam runterfallen. Also natürlich nicht mit voller Wucht, aber dass man einfach so ein Gefühl kriegt, man wird gleich schweben. Dann ist auch wieder mal Stanis Pizzas da. Stanis Pizza schmeckt sehr gut. Kann ich nur empfehlen, habe ich auch schon mal hier gegessen. Stanis Pizza aus dem Holzofen. Kann man auch schön verweilen. Und auch hinten noch, glaube ich, mehr Platz zum Essen, nicht nur vorne. Das, wie gesagt, die Kasse von Aeronaut. Das hat wenigstens so einen Look wie bei Jules Verne. 20.000 Meilen unter dem Meer. 20.000 Mal über dem Meer. Cooler Look. Nachdem ich ja Details liebe, ist da so eine coole alte Uhr aus London, so eine Art. Mit einem kleinen Zaun vorne dran, auf dem Dach von der Kasse.
vom Aeronaut. Hier haben wir den coolen Eingang vom Aeronaut. Oder sorry, besser gesagt der Ausgang. Der Eingang sieht aber drüben genauso aus, also deswegen sage ich jetzt, das ist Eingang und Ausgang. Also auf der rechten Seite ist Eingang, links ist der Ausgang. Mit schönen Bildern dran. Das Blech wahrscheinlich. Hier sieht man es. Und beim alten Schiff. Ein Seitengradenmesser. Coole Windgeräusche. Macht das Wind hier, oder? Da wackelt es also ein bisschen. Hier haben wir der Berdys Schokoladenfabrik. Gibt's leckere Schokobananen. Sehr einladend mit einem schönen lilanen Teppich aus Gummiwetter. Schräg gegenüber haben wir ein XXL Lachhaus. Das wird wahrscheinlich schon mal da gewesen sein, kommt mir ziemlich bekannt vor. Da kann man beim Eingangssee schon da irgendwie so durchlaufen. Und dann kommt dann so Streifen, wo man irgendwie dann ein bisschen über den Kopf streifen. Die wilde XXL Lachhausmaus. Nicht schlecht, das Lachhaus. Gibt es eine Zaubertreppe, Superrutsche. Genau gegenüber gibt es die wilde Maus. Das ist einer von zwei kleinen Achterbahnen, die es dieses Jahr hier auf dem Kiliani Volksfest 2023 gibt. Zwei coole Figuren, Polizist und ein Tankmann. Den finde ich richtig cool mit seinem Blick da, im Kopf. Tankzapfsäule. Sieht man es auch nicht, aber an den Benzinhahn. Das ist die wilde Maus, wie gesagt. Die wieder mal da ist. Ist auch schon länger nicht mehr da. Da sieht man oben die Figuren. Lustige Mausfiguren. Das ist extra vergrößert, dass man sie gut sieht. Hihi, kleine Maus. Wilde Maus. Das ist eine Eurorutsche, so heißt sie. Also wo man mit einer Matte runterrutschen und dann wahrscheinlich wieder Wasser auf diesen Bahnen ist, damit man gut runterrutschen kann. Jetzt kann Wasser ran, ist klar. Haben wir halt auf. Dann ist es um 14 Uhr öffnen heute am Samstag. Gegenüber, neben dem XXL Lachhaus, gibt es einen Steakimbiss mit einer Kohlenuhr, die kennen wir ja schon. Die wird jetzt schon jahrelang immer hier gegeben. Ich liebe solche Details. Wie auf dem Dorf. Ich sag, da kann man schön verweilen hier beim Steakhausbrötchen. Genügend Platz auf jeden Fall im gemütlichen Biergarten hinten dran. Schön die Steaks genießen. Ist ja altbekannt. Ein paar Mal hier. Coole Fässer. Sonnenschirmen. Gegenüber ist ein Techno-Power-Fahrgerät, wo auch wieder zwei Leute nebeneinander sitzen mit Schutzbügeln über die Schultern bis zum Bauch. Sicherheit geht vor, klar. Wer den Mut hat. Es geht dann auch wieder nach oben, dreht sich. Leichter Schleudereffekt. Gegenüber ist die Wildwasserbahn. Die ist so wie bei einem Europapark. Oder sämtlichen Freizeitparks, so eine Art, wo man dann erstmal so hochgezogen wird und dann wird es dann, wenn es dann bergab geht, ein bisschen mit Wasser zugehen und dann ist es jetzt in so einem bootartigen Fahrzeug drin. Ich kann mal kurz schauen, ob ich es filmen kann. Genau, da sieht man die Fahrzeuge. Ich bin ein bisschen über den Zaun gegangen, dass man das sieht, aber nicht direkt, sondern so leicht. Hinten dran sieht man das Riesenrad, diesmal in voller Größe, auf einen Kamerablick.
kurz vom Bierzelt kann man Krebs essen. Schmeckt sehr lecker hier, habe ich schon mal probiert hier. Auch ein schönes Detail mit Herzen im Holz drin. Holzfenster. Kleine Autoscooterbahn für Kinder gegenüber. Hier ist das legendäre große Bierzelt schon gegenüber von einem Karussell. Schönes Karussell. Distel Autoscooter ist auch wieder anwesend. Wie immer ist das Karussell und das Distel Autoscooter gegenüber vom großen legendären Bierzelt. Mit einem schönen Dach, wo wieder so weiß-rote Fahnen oder Leinen hängen. Sieht sehr schön aus. Der Wind ist heute sehr stark, merke ich. Also da hat schon Wasser heute umgehauen hier. Nicht so ohne. Karussell ist einfach immer wieder ein Hingucker. Gehört einfach zu Kiliane dazu. Das ist das Wichtigste, das dürfte also nie fehlen. Und ich will das Riesenrad hinten dran. Da bin ich wieder beim Distel Autoscooter. Sehr schöne, coole Autoscooter. Verschiedene Farben. In der Disco ist ein bisschen das Feeling so hier. Gegenüber kann man da Lose zählen. Glücksboutique heißt der Laden. Viele leben es ja, wenn sie dann etliche Stofftreppen nach Hause nehmen können. Schöne Autoscooter. Coolen Heck. Distel Autoscooter spricht für sich. Da hat man Spaß, hat man Fun. Sind wir fast schon am Ende hier, Ausgang. Kurzen Blick nochmal aufs Bierzelt. Letzte Eindrücke. Zum Schluss noch ein kleiner Spaß für die Kinder. Schönen Fahrzeugen. Ein Kinderkarussell. Mit einem schönen Frame Buggy. Feuerwehrauto. Krankenwagen und so weiter, Pferden, alles dabei, was das Kinderherz begehrt. Kurz am Ausgang habe ich noch einen Kartoffelglückladen entdeckt, der war auch schon fest da. Gibt es leckere Pommes, alles frisch selbst gemacht. Mit frischen Pommes, die quasi aus frischen Kartoffeln rausgedrückt worden sind in Pommesform. Schmeckt sehr lecker. Ein Frittenhimmel, Kartoffelglück. So, jetzt verabschiede mich wieder hier vom Kiliani Volksfest 2023. Also ich war extra da, jetzt wo er noch nichts auf hat, dass wir einfach trotzdem mal genauer zeigen, was es hier so ungefähr gibt. Es sind natürlich jetzt nur ein paar Ausschnitte, es gibt noch mehr hier, aber nur, dass man genau sehen konnte, was es wirklich so gibt. Und man konnte es auch gut sehen alles, konnte es zeigen. Bis bald, euer Hannes Pontiac. Ciao, schöne Woche euch. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Klickt es an und ich würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Hannes Pontiac. Ciao.